Die Donkey Kong Country Serie von dem Super Nintendo auf den Game Boy zu bringen, war kein leichtes Unterfangen und trotzdem wurde es versucht. Der erste Teil hatte dabei jedoch mit Problemen vor allem in der Technik zu kämpfen. Aber wie sieht es mit dem Nachfolger aus? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Donkey Kong Land 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien weltweit 1996, wurde von Rare entwickelt und natürlich von Nintendo selbst veröffentlicht. Die Donkey Kong Land-Reihe umfasst insgesamt drei Teile. Später erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Das Spiel bleibt natürlich wie sein Vorgänger wieder ein klassischer Plattformer, der von der Super Nintendo-Reihe Donkey Kong Country inspiriert ist, ohne jedoch eine direkte Portierung zu sein. Als erstes fällt hier auf, Donkey Kong wurde als spielbarer Charakter hinausgeworfen und dafür ist Dixie Kong hereingekommen. Diese bringt auch eine ganz nette Fähigkeit mit sich, mit ihrem Pferdeschwanz kann sie für kurze Zeit schweben. Wie gewohnt spielt ihr quasi mit beiden Charakteren gleichzeitig. Werdet ihr getroffen, verschwindet einer kurzzeitig und wenn der andere dann getroffen wird, dann erst verliert ihr ein Leben. In entsprechenden Fässern könnt ihr jedoch euren Kollegen jederzeit retten. Gegner erledigt ihr im Normalfall mit einem klassischen Sprung auf den Kopf, wobei es hier natürlich Variationen gibt. Ansonsten bleibt das Spiel natürlich seiner Formel treu. Ihr bereist nach und nach verschiedene Level, kloppt euch mit den Gegnerhorden und am Ende einer Welt gibt es wie gewohnt einen Endboss. Zum Einsammeln gibt es klassisch die Bananen, Extra-Leben oder die Kong-Buchstaben. Was sie machen, muss ich hier wohl an dieser Stelle nicht wieder erwähnen. Was noch dazu gekommen ist, sind viele verschiedene Tierhelfer. Diese gibt es hier in einer größeren Vielzahl und helfen euch mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten für eine gewisse Zeit. So könnt ihr euch mit dem Schwertfisch zum Beispiel im Wasser schneller bewegen und um drei noch die Gegner stilsicher erledigen. Oder die Schlange, die besonders gut springen kann, mit der ihr dann super Bäume erklimmen könnt. Diese Tiere lassen sich auch in den entsprechenden Level finden, denen sie dann auch logischerweise auch gleich gut zum Einsatz kommen können. Apropos Level. Die sind mal wieder der eigentliche Star des Spiels. Insgesamt 40 Stück erwarten euch und hier wird wieder sehr viel Abwechslung geboten. Von Piratenschiffen zu Dornwäldern ist hier alles dabei. Um euren Fortschritt zu sichern, gibt es hier sogar ein Speichersystem. Was will man mehr? Auf der technischen Seite steht das Spiel wesentlich besser als der Vorgänger da und das liegt jetzt nicht unbedingt an der Engine oder ähnlichem, sondern am Design. Das wirkt nämlich viel aufgeräumter, während der Vorgänger schnell unübersichtlich wurde. In diesem Teil ist die Portierung der Super Nintendo Grafik wesentlich besser geworden, weil alles nicht so krümelig und unübersichtlich geworden ist. Der Sound ist im Vergleich nach wie vor absolute Spitzenklasse. Was taugt Donkey Kong Land 2 für den Game Boy also heute noch? Das Spiel nimmt die Qualitäten aus dem ersten Teil und verbessert sie noch zusätzlich. Die Schwächen der Technik wurden hier viel verbessert und so entsteht ein rundum besseres Spiel. Wenn ihr euch entscheiden müsst, dann greift hier auf jeden Fall zu diesem Teil. Für mich persönlich ist es der beste Teil dieser Serie. Das war der Test zu Donkey Kong Land 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.